Leute, was geht ab? Wir sind die Foo Brothers und willkommen zu der zweiten Episode der Wächterguides. Heute nehmen wir den prächtigen Boss Lumerus mehr unter die Lupe und zeigen euch, was für Attacken er besitzt und wie ihr ihn am besten meistern könnt. Wenn ihr aber Live-Action mit Wächterbossen sehen wollt, dann besucht uns auch auf Twitch. Wir spielen öfters mit der Community die Raids durch und helfen an allen Ecken und Kanten. Wir freuen uns auf euch. Aber kommen wir zu der Vorbereitung. Also, Lumerus ist der zweite Boss des Tier 1 Wächter Raids und erfordert eine Gegenstandsstufe von mindestens 340 oder höher. Vergesst nicht, eure TP-Tränke und Leuchtfeuer mitzunehmen. Ihr spart euch wirklich sehr viel Zeit, wenn ihr den Boss durch das Leuchtfeuer entdeckt und auf der Karte sofort zu ihm hingehen könnt. Kommen wir aber zu dem wichtigen Teil, und zwar zu den Angriffsmuster von dem Boss. Die allererste Attacke von ihm ist der Schlitzer. Lumerus hebt hier seine rechte Pfote und schlitzt einmal nach vorn. Sobald ihr seht, dass er seine rechte Pfote hebt, weicht schnell zur Seite aus oder bleibt hinter ihm, um davon nicht getroffen zu werden. Seine zweite Standardangriff-Attacke ist der weiße Atem. Wenn Lumerus weiß aufleuchtet, schießt er einen kegelförmigen Atem nach vorn. Und auch hier seid ihr wieder seitlich oder hinter ihm sicher. Dann hat er natürlich einige Mobilitätsattacken, zum Beispiel die Sprungschockwelle. Auch hier leuchtet Lumerus weiß auf, könnte aber dann einen Sprung nach vorne machen und eine kegelförmige Schockwelle dahinter einschlagen lassen. Bleibt also wie immer stets seitlich oder hinter ihm und ihr seid safe. Der Boss verfügt auch über eine Ausweichmechanik. Und zwar springt er hier mit dem Backstep sofort nach hinten und holt für den nächsten Angriff aus. Haltet den Boss immer im Blick und bereitet euch auf was immer jetzt kommt vor, denn es könnte irgendeine Attacke von seinem Angriffsmuster sein. Dann haben wir wie immer die Charge-Attacke, die jeder Wächter-Raid hat. Dabei leuchten die ja immer blau auf und diesmal läuft Lumerus anschließend geradlinig nach vorne. Diese Attacke ist eigentlich ziemlich einfach auszuweichen, aber was ihr auch tun könnt, ist einen Konterangriff auf seinen Kopf auszuführen, um ihn auf den Boden zu bringen. Falls ihr das rechtzeitig schafft, wird er für einige Sekunden ausgenockt sein und ihr könnt in dieser Zeit ihm sehr viel Schaden zufügen. Am besten mit euren Skills, die viel Animationszeit oder lange aufzuladen sind. Denkt also immer dran, dass solche Konterangriffe bei solchen Bossen stets euch einen großen Vorteil bringen und immer ihr in einer Skillrotation einen Konterangriff mitnehmen solltet. Kommen wir aber zu seinen stärkeren Angriffen und das ist seine erste Attacke, die wachsende Pizza. Und nein, die wollt ihr nicht fressen. Lumerus schüttelt nämlich seinen Kopf ein wenig hin und her und entfacht drei Schockwellen um ihn herum, die immer größer werden. Bei dieser Attacke könnt ihr erkennen, dass ein kleiner kegelförmiger Bereich hinter seinem Rücken die sichere Zone ist. Bewegt euch also bei dieser Attacke schnurstracks hinter seinen Rücken und haut so viel Schaden raus, wie es nur geht. Denn diese Attacke überdauert ein wenig und hier könnt ihr auch ziemlich viel Schaden raushauen. Ein weiterer starker Angriff ist die Stampferwelle. Lumerus senkt dabei seinen Kopf zu Boden, haut erstmal mit seiner rechten und dann mit seiner linken zu und anschließend stampft er eine kegelförmige Schockwelle in den Boden rein. Wenn ihr in dieser Combo gefangen seid und alle drei Hiebe ins Gesicht bekommt, dann glaubt mir, es macht extrem viel Schaden. Sobald ihr also seht, dass er seinen Kopf zu Boden senkt, weicht blitzschnell gegen den Uhrzeigersinn aus, um einfach nicht getroffen zu werden. Und als letztes haben wir meine persönlich ekligste Attacke von ihm, und zwar den Lichtgeysir. Der Boss hebt dabei beide Pfoten in die Luft und stampft auf den Boden. Einige Sekunden später erscheinen kleine Geysirfelder überall auf dem Boden um euch herum, die ihr unbedingt vermeiden wollt, denn die machen wirklich viel Schaden. Wenn ihr also sicher spielen wollt und das Ganze ausweichen wollt, bleibt einfach immer in Bewegung oder flieht in die Ferne. Aber falls ihr einen guten Überblick über das ganze Kampffeld haben solltet, könnt ihr auch auf einer sicheren Stelle stehen und Schaden raushauen, denn der Lichtgeysir hat eine sehr lange Animationszeit und das könnt ihr natürlich zu eurem Vorteil ausnutzen. Aber sobald sich Lumerus einmal wegteleportiert, weil ihr genug Schaden gemacht habt, erhält er oder kommt er in die Phase 2 und jetzt fängt der Kampf erst richtig an. Er kriegt nämlich zwei weitere Attacken dazu. Einmal den Wellengeysir, das ist eine Kombination aus der Stampfwelle und dem Lichtgeysir, den wir oben euch bereits gezeigt haben. Kommen wir aber zu der stärksten Attacke und diese Attacke solltet ihr unbedingt ausweichen, ansonsten könnte es sein, dass ihr geone-shottet werdet. Die trägt nämlich den Namen die Wipe-Pizza, ja richtig gehört. Eine gefährliche Attacke, von die ihr euch lieber nicht treffen lassen solltet. Wenn Lumerus diesmal nicht weiß aufleuchtet und auf der gleichen Position hüpft, bereitet er seine Attacke vor und geht in die Aufladeanimation über. Danach setzt er eine super großflächige 300 Grad Schockwelle frei, die extrem viel Schaden austeilt. Und auch hier, wie die kleine Pizza oder die wachsende Pizza auch, seid ihr hinter ihm in der Safe Zone. Eine weitere Alternative ist, dass ihr sehr weit weg von dem Boss steht, wenn er diese Attacke ausführt. Jedoch haben wir oft die Erfahrung machen müssen, dass wir viel zu langsam sind, sobald wir gesehen haben, dass er diese Attacke einsetzt. Also lieber hinter ihm stehen.
Kommen wir aber am Schluss zu der Strategie und wie ihr ihn am besten besiegen könnt. Der Boss hat nämlich viele Mechaniken, wie zum Beispiel die wachsende Pizza oder die Y-Pizza, wo ihr wirklich hinter ihm stehen müsst, um keinen Schaden zu kassieren. Dementsprechend wollt ihr euch hier aufhalten und das ist auch eure Wohlfühlzone. Selbst als Fernkämpfer. Seitlich ist natürlich auch sehr empfehlenswert, ihr müsst aber wie gesagt schnell genug reagieren, wenn diese Attacken kommen. Ansonsten auch hier, kiten, kiten und nochmal kiten. Mein Tipp, seid bisschen geduldiger und nicht so richtig Damage geil, denn wenn ihr von dem Boss anvisiert werdet, lauft einfach einmal ein bisschen um ihn herum, wartet seine Attacke ab und geht dann mit eurem Schaden rein. Nur als Pistolenlancer spielt sich das ein wenig anders, denn hier steht ihr direkt vor dem Boss und haltet seine Aggro, denn wenn er seine Attacken reinhaut, schert ihr einfach seitlich raus und eure Gruppe erledigt von hinten den Rest. Wenn ihr aber gegen weitere Wächterbosse Probleme habt oder Guides dazu sucht, abonniert uns, damit ihr in Zukunft diese nicht verpasst. Und zusätzlich können wir euch die Wächterguides-Auflistung von 4Fansites nur empfehlen. Hier findet ihr wirklich alle Infos rund um die Dungeons und deren Bosse. Also unbedingt auschecken, Leute. Und wie gesagt, falls ihr doch Hilfe braucht und einfach mal mit anderen Spielern diese Bosse kloppen wollt, schaut einfach bei uns auf Twitch vorbei. Unsere Community empfängt euch mit offenen Armen und wir helfen natürlich auch aus. Also viel Spaß mit dem Boss und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out, eure Food Brothers.